Jetzt muss ich mal kurz abwarten. Ich weiß gar nicht, was die da mit haben. Mehr Schaden für Bogenschützen und Schiffe. Sehr schön. Ach, und da drücken sie durch. Was gibt's hier oben noch? Gucken wir mal. Ich verbessere erstmal die Rüstungen und rufe dann 5 Tuxoti. Ja, Tuxoti rufen ist eine gute Idee, wenn wir schon überschüssiges Holz kriegen. So, jetzt müssen wir irgendwie hier durchs Tor durchdringen. Ah ja. Und auf unsere Helden warten. Was kostet das nochmal? Holz. Okay, dann verbessern wir mal unsere Zentauren. Da würden wir eine Festung kriegen. Und da unten wurde gerade irgendwas ausgeschalten. Hier ist mal wieder... Hier ist ein Tempel und ein Turm. Machen wir den mal tot. Den Turm. Oh, eine ganze Horde hat einen Bieter. Geben wir mal ein bisschen mehr Heilung drauf, so. Und schalten mal den Speerkämpfer aus, der hier nervt. Gehörig nervt. Was wollt ihr? Wahrscheinlich Stress machen. So. Gut, wir haben alles außer der Akropolis zurückerobert. Hilfe! Gut, jetzt haben wir hier alles unter Kontrolle. Noch mehr Milizsoldaten. Jetzt müssen wir nur noch... Wir brauchen eine starke Armee, um diese Akropolis zu stürmen. Ja, die paar Schleuderkämpfer kommen gegen die Türme hier nicht an. Ich könnte sie sogar noch weiter verbessern. Oh, die wollen meinen Tempel zerstören. Ich hätte jetzt erstmal gerne Hopliten. Ah. Sehr schön. Ich habe nämlich kaum gute Nahkämpfer. Und da will ich erstmal diese Türme loswerden. Die hier schrecklich nerven. So, Schießanlage, hätte ich die hier oben auch irgendwo? Ja, hier. Also noch mehr Toxoten. Und da musst du noch weg. Und dann machen wir uns gar nicht erst die Mühe, hier drüben irgendwo einzumarschieren, sondern marschieren direkt. Hier durch das Tor durch. Reißen hier die Mauer ein und gut ist. Ihr seid schnell. Kundschaftet mal hier drüben aus, ob hier, noch, hier und hier unten noch was Nützliches rumliegt. Übrigens wäre hier der direkte Weg gewesen, aber den haben die Banditen ja zerstört. Oh, hier ist eine Schatzkammer. Sehr schön. Wir haben gerade eine Schatzkammer erobert. Gott. Armee sieht langsam auch gut aus. Okay, kein Gold mehr. Egal. Zusätzliches Gold. So viel zum zusätzlichen Gold. Der Ring der Nibelung.
kleines Gold drin soll. Das könnten wir mitnehmen. Aber wenn wir es jetzt nicht so wirklich brauchen. Und da kann das, guckt mal hier oben. So. Noch mehr Hopliten. Infanterieeinheiten erhalten besseren Schutz gegen Packangriffe. Das ist die Rüstung des Achilles, oder? Ja, Panzer des Achilles. Ja, meine Truppen sehen langsam immer besser aus. Hier könnten wir Handel treiben, wollen wir aber nicht. Ah, verbessere ich mal noch schnell die Waffen. Und pack das hier oben in den Tempel. Und ich würde sagen, meine Armee sieht eigentlich gut genug aus, um hier Stunk zu machen. Wie gesagt, wir müssen nur die Migdol-Festung einreißen. Genau. Das heißt, wir müssen hier durchbrechen, reinmarschieren und gut ist das Ganze. Ah, eine Hydra wären vielleicht... Oder zwei Hydren wären vielleicht noch nicht schlecht. Ich nehme nämlich an, alle Forschungen sind bereits durch, ja. So, hier sind noch ein paar Milizionäre, die ich fast schon zurückhalten könnte, aber... da ist meine Hydra. So, die nächste Hydra, dann können wir angreifen. Prostagma. Lege, lege. Lege. So, Hopliten und... Panu. Panu. Das geht irgendwie nicht auf. Hetimos. Okay, dann halt nur Hopliten. Auf die zwei. Lege, lege. Milizsoldaten und Helden auf die 1. Bogenschützen auf die 3. Belagerungswaffen auf die 4. So. So, gut. Angriff. Oh, Hydra. Alles zu Bronze machen. Und da kommt eine ganze Armee auf uns zu. So. Würdet ihr euch bitte um die Migdol-Festung kümmern? Alles andere ist Zeitverschwendung. Darum kümmert sich die Armee hier. Ja, genau. Reißt alles von den Ägyptern ein. Ich habe eure Ankunft erwartet. Und gewonnen. Jetzt ist alles andere egal eigentlich. So. Well, schon die zweite Mission geschafft. Habt Dank, dass ihr die Stadt für uns zurückerobert habt. Keine Ursache. Die übrigen Gefangenen konnten wir allerdings nicht finden. Der Anführer der Banditen war ein Mann namens Kemsit. Er ließ die Gefangenen zur Straße Richtung Norden marschieren, angeblich, um dort etwas zu bauen. Ajax, sammelt unsere Truppen. Wir nehmen alle unsere Vorräte von den Schiffen und alles, was diese Männer entbehren können. Jo. Nächstes Szenario. Schlechte Nachrichten. Das ist doch nicht... Chiron, habt ihr euch verirrt? Gewiss nicht. Ich habe diese Straße oft genommen. Dies hier habe ich jedoch noch nie gesehen. Es wurde erst vor kurzem gebaut. Die Kanten der Steine sind noch nicht verwittert. Ein normaler Bandit baut so etwas nicht. Wo sind die Männer aus Ioklos? Dort drinnen vielleicht? Finden wir es heraus. Tja. Kundschaftet das Gebiet aus und findet heraus, welche Rohstoffe es hier gibt.
Gut. Errichten Sie die Lage für Axon Akanthos und kämpfen Sie sich bis zur Mine durch. Jo, das heißt, erstmal haben wir hier sehr viel Arbeit. Das ist nämlich, glaube ich, eine der nervenaufreibendsten Missionen. Die hier haben gar keine Nahrung. Hier hinten ist noch mehr Nahrung, gut. Kümmern wir uns erstmal bei Ajax für ein bisschen, um ein bisschen Sicherheit, so. Ajax hat nämlich definitiv die besseren, die bessere Ausgangslage mit der Nahrung. Okay, hier ist eine feste Steinmauer im Weg. Und die brauchen wir uns jetzt so, keine so großen Gedanken machen. Es gibt, glaube ich, sogar, errichten Sie die Lage für Ajax und Akanthos. Schwerpunkt, griechische Belagerungswaffen. Ich glaube, Ihre Helden sind anfangs durch Backketten voneinander getrennt. Auf beiden Seiten gibt es unterschiedliche Rohstoffe. Einige der gegnerischen Verteidigungsanlagen sind von einer der Seiten besser zugänglich. Setzen Sie Ihre Kräfte auf beiden Seiten ein, um die andere auf ihrem Vormarsch zur Mine zu unterstützen. Genau. Das hier ist nämlich unser Weg und hier oben sehen wir Gargarensis stehen, den Zyklopen, den wir aus der Zwischensequenz kennen. Und der gräbt gerade einen Zugang zur Unterwelt aus. Mit den Sklaven aus Ykolos. Also ja. Gut. Schicken wir mal zwei hier zum Abbauen. Zwei hier. Den Rest hier meine ich. Das heißt, auf der einen Seite hacken wir Holz und auf der anderen hacken wir Holz und besorgen uns Gunst. Und auf der anderen Seite... Wo ist denn jetzt mein Speer gelandet? Da. Und auf der anderen Seite... Genau, hier ist eine Mauer im Weg. Und ich glaube, an der Mauer werden wir uns auch ein bisschen absichern. Also wir uns selber. Nämlich genau so. Dann bauen wir hier ein Tor hin und ein paar Türmchen. Und alles ist gut. Ah, die Forschungen sind bereits gemacht worden. Jetzt müssen wir gucken, hier wäre ein Durchgang. Ich glaube, mit Akanthos müssen wir uns nämlich noch besser verteidigen. Obwohl ich mir ja jetzt gerade nicht so ganz sicher... In unserem Gebiet scheint es eine Menge Holz zu geben. Jo, und bei Ajax gibt es eine Menge Gold. Und Nahrung. Also ist Ajax für Gold und Nahrung zuständig. Während Akanthos für Gunst und Holz zuständig ist. So, erstmal graden wir die Mauern ab. Ich kann dann auf beiden Seiten jeweils eine Festung an den Mauern aufstellen und noch ein paar Türme. Das hilft bei der Verteidigung. Und dann sehen wir weiter. So, Herdentiere, schneller von Tieren sammeln, weil sobald die Bärensträucher hier und hier abgeerntet sind, hier und da oben, werde ich hier unten die Schafe, die Ziegen schlachten müssen. So, Blut des Zeus wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. So, und du baust mir jetzt noch mehr Mauer. So. Einfach symmetrisch entlang, genau. Und das baust du mir jetzt alles. Und dann ist das auch gut. So, eine Festung kann ich leider noch nicht bauen. Die setze ich dann einfach hier hin. Das heißt, ich setze auf der anderen Seite mal Belagerungstürme, Verteidigungstürme hin. Da sind wir nämlich schon mal ein bisschen besser geschützt. Und ich kann Lagerfeuer mal erforschen.
Panzerungsverbesserung ist auch keine schlechte Idee. So, wir kriegen Gunst. Wir kriegen eigentlich so gut wie alles. Ich würde eigentlich fast schon gerne die Sachen verbessern gleich. Aber dafür brauche ich erstmal mehr Nahrung, weil dann kriege ich auf jeden Fall einen guten Ressourcenzustrom für den Anfang. Wir müssen uns halt hier auch wieder jetzt bis ins letzte Zeitalter vorkämpfen. Das wäre die beste Idee. Weil auf Kolosse würde ich ungern verzichten oder auch auf die Schatzkammer.